Es war riesig, das Interesse zu Beginn des NSU-Prozesses. Eine Riesenaufregung damals, wer überhaupt eine Presseakkreditierung bekommt. Es wollten nämlich viel mehr Journalisten berichten, als es Presseplätze gab. Heute mehr als 400 Verhandlungstage, 600 geladene Zeugen, 42 gehörte Gutachter und fast 60 Millionen Euro Kosten später hat das Interesse merklich nachgelassen. Seit 5 Jahren sind es nahezu dieselben Personen, die da im Oberlandesgericht München aufeinandertreffen. Richter, Staatsanwälte, Verteidiger, Angeklagte, Nebenkläger und eben auch die Journalisten, die von Anfang an berichtet haben. Eine davon ist Annette Ramitzberger von der Süddeutschen Zeitung. Wir kennen uns alle. Wir wissen, dass wir da zusammen in diesem Gerichtssaal sitzen und nicht voneinander loskommen bis zum Ende. Und Beate Zschäpe sieht natürlich, wer auf der Pressetribüne sitzt und weiß auch, wer ich bin. Wir sehen uns an, wir grüßen uns nicht. Es gibt andere, die nicht in Haft sitzen. Denen begegnet man draußen am Kiosk, wenn sie sich einen Kaffee holen. Da grüßt manchmal einer, dann grüßt man knapp zurück. Der Prozess ist eine Tiefenbohrung in die deutsche Gesellschaft. Der Blick in den Abgrund, so klar und so eindeutig, wie sie ihn nirgendwo sonst kriegen. Sie sehen den möglichen Tätern ins Gesicht. Sie sehen den Helfern ins Gesicht. Sie hören die O-Töne. Sie kriegen das alles vollkommen unvermittelt. Das ist nicht nur juristisch interessant, das ist historisch interessant, soziologisch, gesellschaftlich. Sie kriegen ein Panoptikum der deutschen Nachwendezeit mit allen Verwerfungen, mit allen Fehlern. Sie können so genau in die deutsche Geschichte gucken wie nirgendwo sonst. Und das ist etwas, was man in diesem Prozess ganz stark feststellt. Wie stark die Menschen sich entfernt haben von dem, was Mitte ist, was sie auch alles ablehnen. Also nicht nur die Kanzlerin, sondern es ist viel mehr. Es ist eigentlich alles, was nicht zu ihrem kleinen Bereich gehört. Sagen jegliche staatliche Struktur, Bürgermeister, Politiker, jeder, der hilft, jeder, der Verantwortung trägt, alle sind sie nur sie selbst. Ganz klein, aber auch sehr verbohrt und sehr voller Hass. Ich war ständig in Hintergrundrunden beim Verfassungsschutz, beim BND. Und immer war, wenn ich die Frage stellte, gibt es eine braune RAF, dann hieß es immer, nee, also gibt's nicht. Die Rechten sind zu doof dazu, haben keine Führungsfigur. Und wenn die sowas planen würden, wüssten wir es, die sind so umstellt, da haben wir unsere Leute drin. Und dann ist es doch genau so gewesen. Es gab eine braune RAF und es hat keiner mitgekriegt. Wir wollen jetzt, nachdem wir erkannt haben, was das Sache ist, wollen wir es jetzt endlich ernst nehmen. Wir wollen den NSU und vor allem den NSU-Prozess ernst nehmen, auch die Opfer. Das ist nicht nur wichtig für die Öffentlichkeit, es ist auch wichtig für die Journalisten. Wir haben es nicht gesehen und wir haben die gleichen Fehler gemacht wie Polizei, wie andere Ermittlungsbehörden. Und wir wollen jetzt zumindest, jetzt wollen wir es gut machen. Der Prozess verändert einen stark. Er liegt wie so ein Betondeckel auf der Seele. Und man weiß überhaupt nie, wann er endlich weggeht. Weil dieser Prozess ja immer weitergeht und immer weitergeht. Und man hofft immer, dass er jetzt vielleicht doch zu Ende geht, aber er tut's nicht. Sie sind so vollkommen fremdbestimmt. Das ist etwas, was für einen Journalisten noch schlimmer ist, glaube ich, als für jemand anderen. Weil man liebt ja das neue Themen, wieder was Neues anzufangen, immer mal wieder in eine andere Richtung zu gehen. Und sie können nicht.
Wir haben eine professionelle Distanz und versuchen, die auch aufrechtzuerhalten, soweit es geht. Aber nach 5 Jahren ist es natürlich brüchig. Ich bin der Quellgeist, der die Redaktion immer wieder daran erinnert, heute ist ein wichtiger Tag, heute ist ein wichtiger Zeuge. Wir sollten heute eine große Zusammenfassung schreiben, was in dieser Woche passiert ist. Und alle anderen kommen natürlich und sagen, oh, wir haben eine Regierungsbildung, wir haben eine geplatzte Koalition, wir haben einen neuen Ministerpräsidenten. Das ist alles neu, neu, neu. Im NSU-Prozess ist nichts mehr neu. Wir wissen mittlerweile alles. Und dann einer Redaktion vollkommen gegen das eigentliche journalistische Selbstverständnis zu sagen, wir müssen über Dinge berichten, die wir schon kennen. Das ist eigentlich wirklich sozusagen contra professionem. Und trotzdem muss ich es tun. Gut, dass es Kollegen gibt, die mit mir oben auf der Pressetribüne sitzen. Wir haben so eine kleine Selbsthilfegruppe aufgemacht, wo wir uns dann wieder gegenseitig anstöhnen und sagen, wir rechnen dann immer durch, wenn es gut läuft, wann wir denn zu Ende sein könnten, dann läuft es halt wieder nicht gut. Also, wenn wir uns gegenseitig nicht hätten, wäre es wirklich schlecht. Ich glaube, dass rechtsradikales Gedankengut und neonazistische Umtriebe, dass die stärker sind als vorher und dass sie sich mehr in die bürgerliche Ecke geflüchtet haben und so tun, als wenn das jetzt normal wäre, Mainstream. Ich glaube nicht, dass das Thema weg ist. Ich glaube, es ist da mit großer Stärke. Ich habe immer gehofft, dass wenn man sieht, was für schreckliche Dinge passiert sind, dass das so eine Art Läuterung, eine Art Katharsis bewirkt. Dass die Menschen sagen, sowas darf nie wieder passieren. Und kurz nachdem der NSU aufgeflogen ist, gab es ja auch dieses Entsetzen. Die Kanzlerin hat gesagt, sowas darf nicht mehr passieren. Wir werden alles tun, um das aufzudecken. Und nach 5 Jahren kann ich nur sagen, ich glaube nicht, dass sowas nicht noch mal passiert. Der NSU ist nicht vorbei. Es war medial unter anderem die Woche des Sports. Der ARD-Reporter Hajo Seppelt und Russland und 2 deutsche Fußballspieler und Erdogan. Mächtig viel Empörungspotenzial. Das und mehr jetzt in Durchgezappt. Durchgezappt. Die Sportsfreunde der Woche. So ein schöner Zufall. Da treffen die deutschen Nationalspieler Özil und Gündoğan in London auf den türkischen Präsidenten Erdogan. Hände schütteln, Trikottausch und nochmal recht freundlich für die Kamera. Von grobem Foulspiel ist die Rede und vom sich missbrauchen lassen. Der DFB wirft den Spielern vor, sie hätten sich für ein Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen. Und plötzlich diskutiert ganz Fußball-Deutschland darüber, ob Bundestrainer Löw die beiden eigentlich noch mitnehmen soll. Na, so weit kommt's noch. Lass doch mal die Fußballer in Ruhe. Die sollen Tore schießen. Für uns, für Deutschland. Und wenn's gut läuft, tanzen. Und die haben das doch auch gleich richtig gestellt, wie das mit dem Foto gemeint war. Hier. Free them all. Ah nee, das waren die Kollegen von Extra 3. Aber hier der Gündoğan. Der hat doch dann direkt gesagt, als deutsche Nationalspieler bekennen wir uns zu den Werten des DFB und sind uns unserer Verantwortung bewusst. Fußball ist unser Leben und nicht die Politik. Ja, das würde Mutti bestimmt auch gerne mal sagen können. Aber Politik ist nun mal Politik und Sport Sport. Hat beides nichts miteinander zu tun. Deshalb darf ARD-Doping-Experte Seppelt ja jetzt dann doch nach Russland fahren. Das Hin und Her um sein Visum. Eine sportliche Auseinandersetzung. Und Politik hat beim Sport ja auch echt nichts verloren. Oder? Die Soli-Aktion der Woche. Pressekonferenz der AfD im Brandenburger Landtag. Zu Beginn verkündet die Fraktion, Fragen des anwesenden Bild-Reporters nicht zu beantworten. Der Journalist verlässt daraufhin den Raum und die anderen gehen alle mit. Sollten die Herrschaften kein Interesse an unserer Pressekonferenz haben? Oder vielleicht können sie filmen weiter, ja? Weil alle anderen gerade gehen?
Der Bild-Reporter hatte zuvor kritische Fragen zum Parteichef gestellt, sei dabei laut AfD beleidigend geworden. Die reagiert mit Frageverbot. Wie gesagt, es ist ein formaler Akt auf das Verhalten der Bild-Zeitung und es ist keine Zensur. Die Fragen werden jederzeit beantwortet. Kritische Fragen stellen, das geht nicht. Aber wenn dann so gar niemand Fragen stellen will? Na denn, wenn die Presse kein Interesse an der AfD hat, ist das sehr traurig für den Journalismus in Brandenburg. Wer traurig ist, muss drüber reden. Auf Facebook. Vielleicht schaut da ja jemand zu. Das erste Mal, seitdem wir hier im Landtag sind, sind tatsächlich alle Journalisten aufgestanden. Sie haben anscheinend kein Interesse daran, was wir für Themen hier im Landtag Ihnen verkünden wollen. Und lasst uns hier alleine. Unprofessionelles Verhalten unserer örtlichen Presse hier. Aber gut, das kennen wir ja nun schon. Die AfD, die Opferrolle. Aber gut, das kennen wir ja nun schon. Das war unser Medienressort. Diese und noch andere Themen können Sie auch morgen noch einmal sehen. Um 9:30 Uhr bei Tagesschau 24. Dann wiederholen wir das NDR-Medienmagazin ZAPP.